Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 3, beziehungsweise jetzt schon zum 7. oder 8. MW3 Commentary. Ja, das ist eine Herrschaft, wie der. Ja, was soll es auch anders sein? Ich bin halt der typische Herrschaftsspieler. Mit der Skull, schallgedämpft, mit der tollen Feldtarnung. Dabei ist dennoch die MP9 mit Schalldämpfer. So als Ausrüstung ist auch wieder mit am Start die Semtex und die Blackgranaten. Die Skillstreaks, bzw. Killstreaks, sind Predator, Reaper, AC-130 und der Osprey-Schütze. Und die Perks dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das ist Fingerfertigkeit, dann Schnellzielen und Meisterschütze. Zu dem Zeitpunkt noch nicht Pro, das weiß ich ganz genau, da ich früh bzw. Prestige gegangen bin und recht früh dieses Gameplay erspielt habe. Es ist aber auch schon ein bisschen älter, da ich momentan nicht so viel MW3 spiele, weil ich komischerweise momentan auch nicht sehr, sehr gut bin. Zum Glück habe ich ja noch ein paar Gameplays, so 7 oder 8 Stück müssten das sein. Und da sieht man, da ich jetzt irgendwie 2. oder 3. Prestige müsste ich jetzt sein. Aktuell müsste ich 3. Prestige, glaube ich, sein. Irgendwie so Level 50 oder 60. Aber naja, das ist nicht das Thema, sondern das neue DLC ist ja rausgekommen. Das 2. DLC. Und dieses bringt mit sich neue Modi, ganz klar. Und zwar ein Duellmodus, was ich dachte, was eigentlich auch schon beim ersten Mal, beim ersten DLC rauskam, aber scheinbar kam es nur für die Konsole raus. So wie ich so im Kopf habe. Ja, beziehungsweise kam denn schon mit raus mit dem ersten DLC, beziehungsweise, ja, ich glaube, das war richtig, dass es mit dem ersten DLC rauskam. Mit dem zweiten DLC kam der Modus mehr oder weniger free dazu, also wurde reingepatcht, aber nur mit 2 Maps, also man hat Duell 1-1, 2-2 und 3-on-3 auf 2 Maps, die gratis dazu geliefert wurden, also reingepatcht wurden, einmal auf so eine Erasion. So eine Ruin-Map, was ich eigentlich schon gesagt hatte. Und einmal Upstream oder so. Keine Ahnung, wie die Map heißt. Ich kann mir den scheiß Namen nicht merken. Mit 2 oder 3 Schiff-Wracks. Ich habe diesen Modus auch schon gespielt, also macht richtig Bock. Vor allem 1-1, da kann man sich echt mal messen mit anderen, wie gut man ist. Außer man erwischt natürlich jetzt Hacker oder sonst irgendwelchen Idioten, die halt meinen, super toll spielen zu können, bloß weil sie irgend so einen Cheat benutzen. Das ist total Hulsinn. Was bringt noch mit sich? Natürlich, soweit ich weiß, neue Überlebensmodus, Maps und Spec-Op-Mission sowie neue MW3 Multiplayer-Maps. Achso, ich habe noch hier gar nicht den Endscore erwähnt. Das ist ein 47.8 auf der Map Outpost. Möchte ich jetzt nochmal fix nachreichen. Und ja. Das 3. DLC soll auch schon denn wieder demnächst rauskommen. Irgendwie so Mitte Juli. Welches auch wieder 13,99, 14 Euro so kostet. Da soll ebenfalls der gleiche Inhalt, sag ich jetzt mal, drin sein wie in den beiden Map Packs davor. Es sollen wieder neue Maps für MW3 Multiplayer geben. Für den Spec Ops Mode sollte wieder was Neues geben. Und für den Überlebensmodus, soweit ich weiß, auch. Aber warum machen die sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon mal erwähnt, glaube ich, dass die 20 oder 25 Map Packs rausbringen wollten bis zum Black Ops 2 Release. Aber ich finde es total Schwachsinn, so viele DLCs rauszubringen. Ich habe es mal durchgerechnet. Irgendwie, wenn sich eine alle DLCs kaufen würde, der würde allein nur für, sag ich jetzt mal, gucken, in jedem Map Pack sind, sag ich jetzt mal, 2 Multiplayer Maps drinne und eventuell ein Mod. Da sind man dann bei 20, bei 40 Maps.
Und für 40 Maps, da gibt man 360 Euro oder so aus. Was ist denn das? So kann man natürlich auch zu Kohle kommen. Keine Frage. Und es gibt garantiert auch irgendwelche Leute, die sich alle Map-Packs kaufen. Und ja, bei mir, ja, schlägt's nicht so drauf, da ich eigentlich nicht so der Fan bin von den Map-Packs. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte es lieber, wenn sie es reingepatcht hätten. Und dann halt so, wie jedes normale Spiel eigentlich, so wie bei Battlefield 3, Bad Company 2, keine Ahnung, was noch so reingepatcht wird in irgendein Spiel. Battlefield, also eigentlich die komplette Battlefield-Reihe, die mir spontan einfällt, wird alles reingepatcht. Dann Command & Conquer, da werden auch neue Multiplayer-Maps reingepatcht, genauso wie in Company of Heroes. Überall geht's, außer in Call of Duty nicht. Ich verstehe es nicht. Irgendwie brauchen die bestimmt wirklich Geld. Und ja, wenn natürlich, ja, ich habe auch MW2 kein Map Pack mir geholt, weil ich es unnötig fand, genauso wie in Black Ops fand, finde ich es auch unnötig. Ich werde natürlich in MW3 irgendwann ein Map Pack besitzen, aber da mir, ja, jetzt schon ein Kumpel und ein Abonnent mir das halt schenkt, weil er so nett ist und mit mir mal die neuen Maps da zocken möchte, ist kein Thema. Werde ich auch gerne mit ihm machen. Vielleicht kommt davon auch nochmal was. Er besitzt momentan aber kein Mikro, nur so normales Headset, sag ich jetzt mal. Ohne Mikrofon, beziehungsweise ganz schlechte Qualität, dass er mal mit dabei ist und mal seine Meinung dazu äußern kann. Ja. Ich finde es halt nur Schwachsinn, dass es vor allem so viele Map-Packs, wenn es 4, 5 wären. Ja, gut, kein Problem. Irgendwie so jeden Monat ein Map-Pack da raus schmeißen. Oder jedes zweite, habe ich kein Problem mit dabei. 20 oder 25 Map-Packs. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Vor allem, so viele Ideen können die doch gar nicht haben. Die sollten sich mal lieber an den neuen Call of Duty ransetzen und da die Maps, diese, jetzt hier schon als Map Pack einsetzen. Da vielleicht als neue Map reinsetzen. Den hätten sie doch schon. Was, dann bräuchten sie auch nur den Multiplayer so verbessern? Beziehungsweise so Design. Und die Maps könnten sie auch nehmen, die sie jetzt schon entwerfen. Und in die Map Packs da reinsetzen. Ich würde wohl gar nicht so viele machen. Das ist, weiß ich nicht. Oh, ja. Könnt ihr eure Meinung mal unterschreiben und das Gameplay ist auch schon zu Ende. Diskutiert unter dem Video und in den Kommentaren. Macht eure Meinung darunter. Und ja, ich bin euer Alewache1993. Ciao, Leute.